Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Folge von Pokémon Silber im LPD-Style mit Kilian nicht live dabei. Wir befinden uns, ich habe eben heimlich geguckt, auf der Zinnoba-Insel. Alter, Zinnoba. Man hat sich ein bisschen verändert hier in den letzten... Wie ist der Zeitsprung? 2-3 Jahre? Ich weiß es nicht mehr genau. Wir müssen nämlich, wenn wir die Arena suchen, Kilian hat sie mir freundlicherweise übergelassen, damit ich mal ein paar Kanto-Arena-Leiter hier klatschen kann. Super Schutz. Ach, wirkt noch. Sehr schön. Eine gute Investition, möchte ich einfach mal so festhalten, habe ich sehr gut investiert. So, wir müssen jetzt erst einmal... Das sieht ja interessant aus hier mit den Texturen. Ah, ja, natürlich. Wir müssen jetzt zu der Seeschauminsel rum schlurfen. Treiben auf unserem Lapras, welches wir nicht dabei haben. Ich lasse die Hampelmänner da unten einfach mal in Ruhe rumdümpeln. Die interessieren mich einen feuchten Dreck. Ist ja auch nur dieser einer da. Das ist eine kleine Viech, sag ich mal. Was steht auf diesem Schild? Arena der Zinnoba-Insel. Leitung Pyromane. Na, okay. Sehr interessant und aufschlussreich. Ansonsten kann man hier nicht mehr viel machen. Also gehen wir mal rein, sagen Hallo und klauen in den Orden. Oh, ist das nicht eine epische Arena hier? Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ich habe die Seeschauminsel ein bisschen anders im Kopf, aber hey. Hua! Meine Arena auf der Zinnoba-Insel ist abgebrannt. Genau wie mein Bankkonto. Meine Feuer-Pokémon und ich sind wegen des Vulkanausbruchs obdachlos. Boah! Aber ich führe meine Tätigkeit als Arenaleiter in dieser Höhle weiter aus. Wenn du mich besiegst, bekommst du einen Orden. Es wäre besser, du hast Feuerheiler. Ja, hab ich nicht. Scheiße. Aber ich habe, glaube ich, nur Hyperheiler und Top-Genesung. Und geht das auch? Leiter Pyromane schickt Mekargo in den Kampf. Schneckchen. Kleine Schnecke, du. Kriegst erstmal ein Erdbeben rein und dann sollte der Lachs gegessen sein. Tschüssi. Mögest du davon blubbern, du überdimensionale brennende Teleschnecke. Sehr effektiv. Mekargo wurde vernichtet. Und Spike erhält Erfahrungspopel. Als nächstes kommt Magma. Magma. Wir versuchen es einfach mal. Wir versuchen es. Wir haben immer noch ein paar Hardcounter für diese Arena, aber vielleicht kriegen wir es ja mit Rukia down. Nicht mit Rasierblatt, aber mit einem Body Slam. Body Slam. Oh, nur knapp die Hälfte. Natürlich. Warum auch nicht? Wieso sollte er mich mit einem Feuersturm oder mit einem Flammenwurf killen, wenn er mich verwirren kann? Hey. Das ist toll. Body Slam trifft aber trotzdem, weil wir uns nicht gegenseitig selber hauen. Leider lebt er noch. Ah, Feuerschlag. Warum greifst du mich nicht einfach... warum greifst du mich nicht einfach speziell an? Feuer hier ist ja zweite Generation. Mein Fehler. Heilt er sich jetzt hoch? Nö. Macht er nicht, aber ich hau mich jetzt bestimmt selber... Natürlich. Warum auch nicht? Drecks... Pisser, ey. Mann. Was für ein blöder Hund. Dann machen wir einmal kurz... Oh, komm, da fliege ich mal kurz rein. Mit seinem epischen Ruf. Ich liebe Lugia. Einfach ein ultra geiles Pokémon. Halt, ich will doch nur... Gucken. Ein Beleber. Oh, jetzt müssen wir uns das noch angucken. Schnarch. Oh, es ist vorbei. So, Sonntag. Natürlich. Jetzt machen wir was Vernünftiges. Freut mich sehr für dich. Trotzdem wirst du jetzt ins Gras beißen. Dank einer Psychokinese. Oh, Epileptie! Was? Gut, da krieg ich ein paar Erfahrungspopel und ein Level-Up. Sehr schön. Fliege ich ein paar Erfahrungspopel. Und als nächstes kommt Galoppa. Na, Hoppi, Galoppi. Galoppa klatsche ich mal mit Renny um.
Das war in den Spielen immer Galoppa so als Signature, also als stärkstes Pokémon. Finde ich irgendwie komisch, weil Magma ist cooler. So, warte mal. Feuerschlag am besten. Hier. Donnerschlag und kipp um. Da er macht Sonntag, damit Feuer stärker wird, greife ich da aber mit Furienschlag an. Ein bisschen hohl, wenn du mich fragst. Hier, so greift man effektiv an. Also, gut überlegt. Das ist doch... Hier, ich brutzel dich. Oh. Na gut, ihr habt nichts gesagt. Er gibt sich ja Mühe, das muss man ihm lassen. Wäre aber trotzdem nicht reichen. Siehst du? Wäre schockend ein bisschen. Das soll nicht jetzt stark, das ist doch sehr schön. Und damit dieses Geklimper auf den Piss geht, schicke ich einfach mal Fliegi wieder rein. Fliegi tankt das schon ganz gut. Hör auf zu tuten. Ah. Sechste Gen, ich danke dir für dein 3-4-mal Ding-Dong, Ding-Dong und dann ist Ruhe. Das ist die beste Änderung, die es gibt. Hier kommen wir. Lassen Galoppa absaufen. Auch wenn das Sonnenlicht gerade strahlt wie Fukushima, sollte es doch viel, viel Schaden machen. Und? Ja, akzeptable. Feuerwirbel. Und du triffst noch nicht mal. Du bist so... Du bist so ein Horst. Wie ein Galoppa, weißt du? Würde ich mal sagen, danke Büro für deinen Arena-Orden. Und wir haben schon ein weiteres Ziel vor Augen. Denn das Wasser verrät es schon. Wir müssen gleich ins Blau hinab. Leider, Pyro wurde vernichtet. Gut gemacht. Ich bin ausgebrannt. Genau wie mein Bankkonto. Hier, nimm den Vulkanorden. Und mein letztes Geld. Gold erhält Vulkanorden. Wuhu. Diesmal habe ich verloren. Aber beim nächsten Mal werde ich gewinnen. Nein. Ich werde meine Arena auf der Zinnoberinsel wieder aufbauen und dann wirst du erneut gegen mich antreten. Na, wie meinst? Na du? Jawohl! Huch, es ist schon vorüber? Sorry, Kumpel. Die Arena auf der Zinnoberinsel existiert nicht mehr und ich wusste nicht, wo du steckst. Aber egal, du bist auch ohne meinen Ratschlag zurechtgekommen. Ich wusste, du würdest gewinnen. Natürlich wusstest du das. Wir wussten es doch alle. Nun, nee, dann... Fliegen wir mal ganz schnell nach Vertania City, weil wir es wussten. So. dieser Sound, ne? Guten Abend, ich hatte deine Pokémon. Deine Pokémon. Die Sailormon. Was? Wir benötigen eins auf den Hinterkopf. So, topfit, ich freue mich. Lass mich in Ruhe. Einmal hier. Und dann radeln wir mal schnell hier hoch. So, alter Mann, geh mich auf den Sack. Und ist nicht verdrückt. Ja, wir kommen direkt instant rein. Die habe ich irgendwie auch anders in Erinnerung. So mit, so diese dämlichen Felder, die eine Richtung wirbeln. So, hui, 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 hui. Und nicht so im Lego-Style. Schutz wirkt nicht mehr. Sehr schön. Ernsthaft, du hast hier niemanden drin? Das geht ja mal gar nicht. Ich habe keine Ahnung, womit der anfängt, der Sack. Wir fangen einfach mal mit Scarabu an. Kann schon nicht verkehrt sein. Und hallo. Hey, ich bin voll blau. Hast du es endlich hierher geschafft? Auf den Zinnoberinseln war mir nicht danach, aber jetzt können wir kämpfen, weil ich bin voll blau. Willst du etwa behaupten, du hättest alle Arenaleiter in Johto besiegt? Da müssen die Arenaleiter in Johto ziemliche Jammerlappen sein. Sind sie auch vom Level her. Aber nur keine Bange. Ich werde dir sofort sagen, ob du ein guter Kämpfer bist. Fertig? Johto-Junge? Der Johto-Junge wird dich in deinen Kanto-Hintern treten. Aber so mit Schmackes, dass dir die Eier wegfliegen. Jo, bevor Blau möchte kämpfen... Und schickt sein blaues Taubos in den Kampf. Mit seiner Super Saiyajin-Frisur. 56. Alter, was für Unterschiede hier. Du, dass ich einen Käfer vorne habe. Hey, läuft. Au, ich glaube, wir werden sterben. Also, Scarabu.
War zu erwarten. 12 Level höher. Sehr effektiv und das Vieh ist ja nicht gerade schwach. Läuft. Bin begeistert. So, dann wollen wir die Jenny reinschicken in den Kampf. Wollen wir mal reinschicken, die Jenny. Mit einem Donnerschlag. Jetzt macht er Ruckzucki, weil er mutig ist. Hey. Der macht auch so viel... ich wollte schon sagen, der macht viel zu viel Schaden, aber das war ein Volltreffer. Das hier wird auch viel Schaden machen. Über die Hälfte bin ich sehr froh drüber. Und... das sollte reichen. Flinkklaue. Sie hat die Flinkklaue. Jetzt weiß ich es wieder. Ich habe schon eben überlegt, was hat Jenny denn für ein Item? Aber es ist die Flinkklaue. Ich muss räuspern, tut mir leid. Rizeros. Rizeros wird durch seinen sandigen Freund gleich umgeklatscht. So, komm mal zurück, Jenny, und lass mal Spike den Rest hier machen. Mit einem Erdbeben. Vernichte dieses Rizeros. War Rizeros nicht das erste Pokémon, was überhaupt designt wurde? Damals? War das nicht so? Wenn ich mich nicht irre, so als Mini-Fun-Fact. Das dürfte jetzt wehtun. Okay. Ich buddel mich einfach ein. Trifft jetzt Erdbeben immer noch? Auch jetzt hier? Tatsächlich, es trifft. Verdammt. Es war damals auch schon so. Mein Fehler. Hat keiner gesehen. Guck bloß weg, ey. Scheiße. Okay. Der ist aber auch stark überlevelt, ey. Das ist ja unmöglich, sowas. Soll man dagegen halten? Pff, was für ein Sack. Sauf ab! Wie ein Stein müsste er jetzt absaufen. Auch wenn der Surfer einsetzen kann selber. Also, er wird absaufen, wie man sieht. Einen fetten Arsch voll Erfahrungspopel. Da freue ich mir einen Ast. Simsala. Da lassen wir mal Esther Phoenix antreten. Wir gönnen Uli Teller. Das menschliche Psycho-Pokémon oder irgend so. Ich habe keine Ahnung. Wie war das nochmal? Das war speziell und das war physisch, ne? Keine Ahnung. Es ist schon sehr effektiv. Es reicht mir. Ja, ja, Verteidigung, bla bla bla. Hau mal rein. Oder beiß ihm eine rein. Beiß ihm den Arm ab. Oder in den Löffel, damit er nichts mehr machen kann. Wie viel macht das denn? Oh, das war schlecht, Junge. Das war schlecht. Dieser komische Gummiball, ne? Ja, sehr effektiv. Ja, ganz nett. Jetzt beißen wir ihn... tot, wollte ich sagen. Aber er muss seine Genesung einsetzen. Warum ist er jetzt auf einmal schneller? War er eben auch schon schneller? Ich glaube nicht. Oder? Ach, keine Ahnung. Doch, er ist schneller. Okay. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall bringen wir ihn jetzt erstmal um. Wir reißen ihm sein Herz aus der Brust. Oder seinen Löffel. Vielleicht hat er auch ein Löffelbesteck. So ein Besteckset aus Löffeln in seinem Brustkasten, was sein Herz darstellt. Er mag ja Löffel über alles. Alter, Blau setzt Garadoof ein. Das ist doch sehr schön. Garadoof. Garadoof. Sollte auf jeden Fall mit einem Schlag umkippen. Auch wenn es Level 58 ist. Aber hier, vierfache effektiv und stirb. Mr. Hyperbeam. Oh, sehr gut gemacht, Mädel. Sehr gut. Na? 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 Das ist so unfassbar. Ja, ja, muss ich aufladen. Also, RIP Garados. Du warst keine ernstzunehmende Bedrohung. Das Gedudel, ne? Dieses Gebimmel, das geht mir auf den Piss. Ja, Level 45. Sehr schön. Nice. Als nächstes kommt Kokowai. Das lassen wir mal den guten alten Fliegi machen, damit dieses dämliche Gedudel endlich aufhört. Das geht mir auf den Zeiger. Hör auf, hör nicht auf. Meine Ohren, ich kriege, ich blute bestimmt schon. Oh, Halleluja. Luftstoß.
Ich liebe diese Soundeffekte. Ich habe die ganzen Soundeffekte der ersten und zweiten Gen als Soundfiles auf dem Rechner. Das ist so geil. Solarstrahl badet im Licht. Naja. Dann bade du mal. Ich flieg mal schnell hoch, damit du mich nicht triffst und ich auf jeden Fall gleich ordentlich reinzimmern kann, weil da war jetzt der Luftschutz doch ein bisschen zu riskant. Aber das sollte auch reichen. Ist ja auch ziemlich stark und leckt mich am Arsch. Das Gute ist, er kann jetzt nichts anderes machen. Darum klatsche ich ihm jetzt einfach eine Psychokinese um die Ohren und eine Ruhe. So, jetzt müsste, glaube ich, Akani kommen. Oh, ganz knapp. Akani? Ja, Akani. Nein, wir bleiben drin. Das darf Ligi zu Ende bringen und sich sein Level 45 abstauben. Mit einem Surfer. Das dürfte wehtun. Das mag ich nicht. Auf damit. Nein, früh aus. Stopp! 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 Alter, natürlich ein Volltreffer. Na klar! Was für ein Penner. Wird es aber nicht absaufen, habe ich so das, die Befürchtung. Na, natürlich nicht. Hey, Volltreffer! Gleiches Recht für alle. Wir machen mal hier Übertrank. Dieses Gedudel. Wenn er jetzt normal trifft, dann haben wir es im Sack, dann greifen wir ihn an, dann ist es vorbei. 127 KP. Klammwurf. Eieiei. Boah, du bist so eine Pussy. Auf einmal. Jetzt, wo ich ihn angreife, ne? Das ist doch... Diese Drecks-KI macht, was sie will. Das ist schweinisch. Sehr, sehr schweinisch. Möge der Hund endlich absaufen. Am besten stecken wir den Hunden einen Sack mit Stein gefüllt und schmeißen ihn dann einfach ins Wasser. Natürlich, jetzt reicht's nicht mehr. Penner. Du bist so ein Penner. Drecksack. So ein richtiger Drecksack. Es ist so nervig. Das macht mich dieser dämliche Knöter, wollte ich sagen, nicht, ist ja auch egal. Probleme, halt. Da muss man jetzt so Probleme machen, dieser blöde Hund. Hyper. Diesmal sind es, na, 124 KP. Ah, schön. Boah, ist das ein dämlicher Bastard, ey. Es soll ich nicht zu fassen. Nein. Wirst du endlich absaufen? Können wir nicht nochmal einen Volltreffer machen und er nicht? Ah, oh, es ist nervig. Gesteht deine Niederlage ein, du hast keine Chance. Mit deinem scheiß Akani. Kratz endlich ab, komm, Crit, bitte. Ach man, Fliegi. Warum, Fliegi, warum nur? Naja, Flammenwürf. Ich würfel gleich, wenn das so weitergeht. Und zwar mal Mittagessen aus. Gut, er macht keinen Crit, dann... Ist alles in Ordnung. Jetzt ein Crit, dann wäre er weg, das wäre toll. Aber wird garantiert nicht so passieren. So viel Glück habe ich ja nie. Und... Ja, ich sag ja, so viel Glück habe ich nie. Blim, Level 45 für Flügi. Ah, sehr schön. Leiter ist voll blau besiegt worden. Was? Wie zum Teufel konnte ich gegen dich verlieren? Also gut, hier nimm das. Es ist der Erdorden. Naja, dafür, dass du bis auf Rizos nichts Erdiges eingesetzt hast, ist schon in Ordnung. Erdorden. In Ordnung, ich hatte Unrecht. Du bist nicht aus Watte, sondern ein guter Trainer. Aber eines Tages werde ich dich besiegen. Ich vergesse dich nicht. Naja, kriegen wir keine TMs geschenkt? Ist ja voll lame, ey. Voll lame, Alter, ey. Voll lame. Da ist der dämliche Center-Kack. So. Mal rein. Ja. Ja, mach hinne. Geht's nicht noch schneller? Ich werde nicht jünger. Ich schlaf gleich ein. Danke dir. Mach's gut. Wir werden uns niemals wiedersehen. Deswegen mach's gut, ein schönes Ableben noch. Wieso Ableben?
die Bombe niemals finden wirst. Jetzt kann ich... Oh, ist doch scheiße. Jetzt muss ich so dahin. Ich dachte, ich kann jetzt da in die Mitte hinfliegen. Aber meine Illusionen wurden wieder in 1000 Scherben zerschlagen. Das finde ich nicht nett. Da unten verschenkt, glaube ich, immer noch seine Traumfresserkacke. Ich denke mal so. Hier hat sich nichts geändert. Hier sieht immer noch alles richtig schön retro aus. Hi. Dieser Weg führt zum Silberberg. Dir werden beängstigend starke Pokémon begegnen. Warum darf ich nicht da durch? Das ist ein Job für Kilian! Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns wahrscheinlich in der nächsten Folge trotzdem wieder, wenn Kilian spielt. Das dürfte, glaube ich, die letzte Folge sein. Wir bahnen durch den Silberberg, klatschen Red und beenden das Let's Play. Ich glaube, so wird es in der nächsten Folge ablaufen. Deswegen sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge, bis in einer Woche. Und falls ich mich irren sollte, bis übernächste Woche. Also, arrivederci. Kilian darf sich jetzt hier mit dem Scheiß rumärgern. Der weiß sowieso, wie es weitergeht, weil er nachguckt. Der weiß das nicht auswendig. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Woche wieder im großen Finale von Let's Play Pokémon Silber. Arrivederci und tschüss.